Es ist ein reges Treiben um den Kirchenturm Zwölflingen. Die jungen Falken sind Flüge und nutzen darum jede Minute, um ihre Flugkünste zu üben. Das ist ein richtiges Gepiepse um den Turm herum. Und im Moment machen sie gerade Flugübungen und werden von den Alten gefüttert. Nicht nur auf dem Turm oben, sondern auch auf den Bäumen und Kirchen herum. Dass die Flugversuche so gut klappen, ist nicht selbstverständlich. Noch vor 4 Jahren war der Brutkasten zu klein und die Falken mussten ihn zu früh verlassen. So früh, dass sie noch nicht bereit waren zum Fliegen. Vor 4 Jahren haben mir Kinder einen Vogel gezeigt, der auf dem Kirchenplatz gelegen ist. Und sie wissen nicht, was das für ein Vogel ist, der einen spitzigen Schnabel und spitzige Krallen hat. Und dann habe ich gesagt, das ist ein Falk vom Turm und der hat nicht recht fliegen. Und wir haben ihn dann mit Lederhändchen genommen und wieder umgedreht in den Nistkasten. Solche Abstürze der Jungfalken wollten wir verhindern. Dann hat dann mein Bruder, der Präsident ist vom Natur- und Vogelschutzverein Wülflingen-Velten, einen richtigen Falkenkasten gebaut und den haben wir dann vor ein paar Jahren ummontiert. Die Falken müssen aber nicht auf weichen Federn gebettet werden. Als Brutkasten langen die einfache Holzkiste. Wir tun dann einmal, wenn wir ihn im Frühling putzen, tun wir einmal ein bisschen Holzschnitzel drin und das ist alles, also das ist nichts Spektakuläres. Nebst dem Brutkasten brauchen die jungen Falken genug zu fressen. Immer wieder rufen sie nach ihren Eltern. Trotz einem schwierigen Jahr haben die Wülflinger Falken genug Futter bekommen. Man sagt zwar, dass das Jahr punkto Mäuse, Futterangebot eher knapp ist, aber offenbar haben sie es geschafft, die vier jungen Vögel aufzuziehen. In den nächsten Tagen werden die Falken ihr Nest ganz verlassen. Bis es so weit ist, geniessen sie aber noch die Aussicht vom Wülflinger Kirchenturm.